Willkommen zurück. Heute reden wir über Quicksort, ein Verfahren, das von Tony Hoare erfunden wurde. Tony Hoare wurde 1980 mit dem Turing Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung in der Informatik, nicht für diese Arbeiten über Quicksort, sondern über seine Arbeiten zu Softwarekorrektheit. Und ich werde dazu am Schluss was sagen. Quicksort ist fast noch einfacher als Merge Sort. Sei es die Menge der Elemente, die zu sortieren ist, dann sagt Hoare einfach, man wählt ein beliebiges Element aus und teilt es in drei Teile. Es selbst, die Elemente S kleiner, die Elemente, die kleiner sind als S, die Elemente, die größer sind als S. Und um dann S zu sortieren, macht man Folgendes. Man sortiert das S kleiner, dann gibt man das S aus und dann gibt man das S größer aus. Beachten Sie, dass diese Mengen S kleiner und S größer, dass die echt weniger Elemente enthalten als das S. Das heißt, die Probleme sind einfacher. Wann muss man keine Teilprobleme mehr lösen, keinen rekursiven Aufruf mehr machen, wie wir Informatiker sagen? Na, wenn die Mengen nur noch aus gar keinem Element bestehen oder aus einem Element, weil dann sind sie schon sortiert. Sehen wir uns zur Klarheit ein Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben die Elemente 17, 23, 9, 11, 64, 49, 19. Wir nehmen das Element 17 als das Teilungselement. Wir schauen uns alle anderen Elemente an und vergleichen sie mit der 17 und tun sie in die Menge S größer, wenn sie größer sind. Da geht etwa die 23 hin und die 64 und die 49. Und das S kleiner geht die 9, die 11 und die 19. Jetzt machen wir mit beiden Teilproblemen genauso weiter. Also, wir nehmen in dem ersten Teilproblem das etwa die 9 als das Teilelement und schauen uns die an, wo die anderen Elemente hingehen. Und die 11 und die 19, die gehen nach rechts. Nach links geht nichts, also da müssen wir nichts mehr tun. Die 11 und die 19, die müssen wir noch sortieren. Wir nehmen etwa die 11 als das Teilungselement und dann geht die 19 in die Menge S größer und das besteht auch nur aus einem Element, da sind wir fertig. Also die linke Teilmenge haben wir jetzt sortiert, erst die 9, dann die 11, dann die 19. Dann kommt die, was habe ich denn da gemacht? Die 19 hätte natürlich nach rechts gehen sollen. Die 19 gehört hier rein. Und da ist hier auch keine 19 und wir wären hier schon fertig gewesen. So, jetzt das rechte Teilproblem besteht aus der 23, der 64, der 49 als der 19. Wir nehmen etwa das 23 als das Teilungselement. Dann geht die 19 nach links, die 64 und die 49 nach rechts. Mit der 19 sind wir schon fertig. Beim rechten Teilproblem müssen wir wieder ein Teilungselement suchen, etwa die 64. Und da geht die 49 nach links. Und jetzt sind wir fertig. Das rechte Teilproblem haben wir jetzt auch sortiert, nämlich 19, 23, 49, 64. Und insgesamt haben wir 9, 11, dann kommt die 17 und wir sind fertig. Halten wir fest, um zu teilen, vergleichen wir alle Elemente von S mit dem kleinen S und das sind n-1 Vergleiche, wenn das S n Elemente hat. Ja? Also sicher kleiner als das minus 1 vergessen wieder, kleiner als n Vergleiche. Sehen wir uns das genauer an. Bei diesem Teilen kann man Glück oder Pech haben. Glück hat man, wenn man immer schön ein Element in der Mitte erwischt. Dann fängt man nämlich an mit n Elementen, kriegt zwei Teilmengen mit n halbe Elementen, dann vier Teilmengen mit n Viertel Elementen und so weiter und so weiter. Und
nach Login Schritten hat man Elemente der Mengen der Größe 1. Wie viele Vergleiche macht man? Hier oben vergleicht man jedes Teilungselement mit dem Teilungselement, das sind n Vergleiche. Hier herüben macht man n halbe Vergleiche, hier macht man auch n halbe Vergleiche. Also sind das insgesamt wieder n halbe plus n halbe gleich n Vergleiche. Auf der nächsten Ebene macht man n Viertel plus n Viertel plus n Viertel plus n Viertel Vergleiche, das sind wieder n. Das heißt, auf jeder Stufe macht man n Vergleiche. Man hat log n Stufen, insgesamt n log n Vergleiche, genauso ähnlich wie, wie wir das auch beim Merge Sort gesehen haben. Und das heißt, das Verfahren ist sehr effizient. Etwa 1 Million Elemente können wir wieder sortieren in einer Zehntelsekunde. Man kann aber auch Pech haben beim Teilen, indem man etwa zum Beispiel das größte Element erwischt. Dann macht man n-1 Vergleiche und alle Elemente enden ab in einem Teilproblem. Nehmen wir an, wir haben wieder Pech, dann machen wir n-2 Vergleiche und so weiter. Ja, bis runter noch zu einem Vergleich. Und das ist die Summation der Zahlen von 1 bis n-1 und das ist ungefähr n Quadrat halber. Wenn wir n gleich 10 hoch 6 nehmen oder 2 hoch 20, dann machen wir also da drüben ungefähr 20 mal 10 hoch 6 Vergleiche. Also das ist 2 mal 10 hoch 7. Wenn wir da drüben 10 hoch 6 ins Quadrat, das ist 10 hoch 12 mal 1/2, also ungefähr 500 Milliarden Vergleiche machen. Das ist natürlich viel, viel mehr und dementsprechend länger dauert das. Es ist also jetzt klar, dass man dieses Teilungselement mit Sorgfalt zu wählen hat. Da hat sich über die Geschichte hinweg eine Menge getan. Man hat sich zunächst immer raffiniertere deterministische Strategien überlegt. Also zum Beispiel hat man gesagt, man soll 3 Elemente oder 5 Elemente rausgreifen, von diesen das mittlere bestimmen und das dann als Teilungselement nehmen. Seit etwa den 80er-Jahren empfiehlt man eine andere Strategie, nämlich man wählt das Teilungselement zufällig. Man greift sich einfach zufällig eins der Elemente raus. Man hat dann etwas, was man einen randomisierten Algorithmus nennt, also einen Algorithmus, der Münzen wirft. Und man kann zeigen, dass Quicksort dann mit dieser zufälligen Wahl des Teilungselements recht schnell läuft. Wieso kann eine zufällige Wahl des Teilungselements gut sein? Das kann man sich so vorstellen. Also nehmen wir an, hier sind unsere n Elemente und wir sagen, ein Teilungselement ist gut, wenn beide Teilprobleme Größe kleiner gleich 3n Viertel haben. Also höchstens 75% der Elemente gehen auf eine der beiden Seiten. Wenn wir jetzt folgendes Gedankenexperiment machen, wir nehmen an, unsere Elemente wären schon sortiert. Ja, dann wäre in der Mitte das Element, das perfekt teilt, das also gerade bei 50% liegt. Wenn man sich auch noch einzeichnet, die 25% Marke und die 75% Marke, dann sind alle diese Teilungselemente gut. Alle Teilungselemente, die den Rang haben, mindestens 25% und höchstens 75%, das sind gute Teilungselemente. Nur wenn man ein extremes Teilungselement basiert, das sehr kleinen Rang hat oder sehr großen Rang hat, dann teilt man sehr ungleichmäßig auf. Das kann man sich also jetzt abstrahieren. Man hat eine Urne mit n halbe roten Kugeln und n halbe schwarzen Kugeln. Die roten wären die guten Teilungselemente, die n halbe schwarzen wären die schlechten. Und unser Ziel ist, eine rote Kugel zu ziehen.
Nun, da kann man sich raffinierte deterministische Strategien überlegen, in welcher Reihenfolge man sich die Kugeln anschaut. Aber das Beste ist einfach reinzugreifen. Denn wenn man einfach reingreift, kriegt man mit Wahrscheinlichkeit eine halbe gute Kugel. Und man kann ja feststellen, ob man eine gute Kugel hat, indem man aufteilt. Und wenn das zu ungleichmäßig ist, dann sagt man, man hat das schlecht gemacht und macht es nochmal. Und im Schnitt bei jedem zweiten Mal ist es gut. Also diese Überlegung zeigt, dass eine zufällige Wahl des Teilungselements ganz vernünftig ist. Und in der Tat ist es so, man kann dann zeigen, dass Quicksort mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Zeit n log n läuft. Zusammenfassung, sortieren geht recht schnell. Man kann eine Million Elemente in der Zehntelsekunde auf einem Notebook sortieren. Noch ein Wort zu Tony Hall. Tony Hall ist 1934 geboren, also sie ist jetzt 80 Jahre alt, also war immer noch aktiv. In seiner Turing-Preisrede als Dankesrede hat er über den Quicksort gesagt, dass Quicksort der einzige Algorithmus den er jemals entwickelt hat. Und er hat auch etwas gesagt, ganz allgemein zur Softwareentwicklung. Aber eigentlich trifft das zu auf jede Problemlösung. Man kann das entweder einen Entwurf machen, eine Architektur machen, die so einfach ist, dass sie offensichtlich keine Schwächen hat. Na, der Design. Ja. Oder so kompliziert, dass er keine offensichtlichen Schwächen hat. Die erste Methode ist weiter schwieriger. Zum Abschluss nochmal die Zusammenfassung über das Kapitel. Binärsuche ist rasend schnell. 40 Vergleiche reichen für eine Suche in einer Billion Elemente. Sortieren ist auch ziemlich billig. Eine Million Elemente in 0,1 Sekunden auf diesem Notebook. Ganz allgemein, man braucht mit Merge Sort etwa, um n Elemente zu sortieren, nur 2 n log n Vergleiche. Für n Elemente. Quicksort braucht log n Vergleiche. Man kann das auch auf dynamischen Mengen machen, also wo man Einfügen und Streichen von Elementen erlaubt und immer noch Binärsuche machen kann. Das ist aber ein fortgeschrittenes Thema, über das ich hier nicht reden möchte. Auch noch eine Aufgabe. Überlegen Sie sich nochmal, wie viele Vergleiche macht Merge Sort höchstens, um 2 auf 25 Elemente zu sortieren. Das zweite ist eine Variante von Quicksort. Es gibt den Begriff des Medians. Das ist ein Element in einer Menge, das in der Mitte steht. Genauer gesagt, wenn wir etwa eine ungerade Anzahl von Elementen haben, 2k plus 1, dann ist der Median ein Element, sodass k Elemente kleiner sind und k Elemente größer. Man kann Quicksort so abändern, dass es den Median bestimmt. Dazu muss man nicht man kann vollständig sortieren, aber man muss es nicht. Letzte Aufgabe, sei es eine Menge von n Elementen. Sie möchten herausfinden, ob die Elemente paarweise verschieden sind. Schauen sich zwei Methoden dafür an. Die erste, vergleichen Sie jedes Element mit jedem anderen. Das zweite, sortieren Sie eine Menge und machen Sie dann noch ein bisschen mehr. Überlegen Sie sich für beide Verfahren, wie viele Vergleiche Sie machen. Damit sind wir auch mit unserem Abschnitt über Sortieren am Ende.